Akzarab, also musst du die Karre aufmachen, damit das funktioniert. Hey. Ich lade die Welt, begleite drin. Mal gucken, ob das diesmal funktioniert und nicht so wie beim letzten Mal. Dass ich wieder nichts sehe oder so. Da bin ich echt mal gespannt. Okay, hat man überhaupt irgendwas hier gerade? Nee, komplett. Startausrüstung. Okay, wollen wir mal gucken. Glaub ich hab gerade Standfeld. Du bist 300 Meter weit weg, jeder hat seine eigene Kapsel gekriegt, oder was? Ich weiß nicht, ich hab, wie gesagt, gerade, ich glaube, das Game ist bei mir gecrashed. GG. Ah. Oh Mann. So, jetzt muss ich nur gucken. Es läuft. Also Fische gibt es. Jawohl, es funktioniert. Ich, ja geil. Ich kann auch tauchen und alles einsammeln. Es funktioniert diesmal. Ich sehe dich. Oh yeah, friss das. Geil, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie das Game überhaupt funktioniert. Aber du hast deine eigene Dings oder was? Nee, nee. Nee, du wurdest nur bei mir 300 Meter weit weg angezeigt, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Ist ja richtig okay. Kalkstein. Kupfererz. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier so alles sammeln muss. Ich sammle einfach mal wild drauf los. Schwimm an die Oberfläche. Oh, ich sterbe. Juhu. Jetzt bist du schon wieder 300 Meter weit weg bei mir. Ja, ich sehe es gerade, aber okay. Das, also ich kann es bei mir wahrscheinlich vergessen. Oder? Warte mal. Nee, okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte erst, die Fische hier bewegen sich nicht. Und so, aber... Okay. Benutzen. Ressourcen, Elektronik, Grundmaterial, Nahrung. Ah, ja, okay, so. Doch, die Fische stehen hier relativ dumm bei mir. Relativ dumm rum. Das heißt, wir können es jetzt rein theoretisch gar nicht spielen, oder was? Geht das nicht bei dir? Doch, doch. Also spielbar ist es, ne? Ist halt nur ein bisschen, na, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig, wenn die Fische so alle auf der Stelle stehen. Also ein paar schwimmen so, aber ich sag mal so 70% stehen auf der Stelle und machen nichts, aber gut. Kacke, wie gehe ich da wieder aus diesem Frachtbehälter raus, Mann? Tap. Tap? Oh. Danke. Ich komm gar nicht mehr raus, Alter. Ja, was müssen wir da überhaupt machen jetzt eigentlich die ganze Zeit? Erstmal nur tauchen nach Material war das, ne? Jo. Erstmal discovern, discovern, discovern und so das erste, was wir machen, ist dann Ressourcenfarmen für ein Reparaturwerkzeug. Ah, okay. Oh, dann sammle ich mal hier. War irgendwas, irgendein bestimmtes Zeug, wonach ich tauchen soll? Oder? Hast du auch gerade einen Bauplan gekriegt? Ja. Okay, ich guck mal Werkzeuge. Wir brauchen ja Titan, Silikongummi. Dazu musst du an Schlingpflanzen rangehen und die diese gelbe, ich sag mal, Frucht da. Okay, brauchen wir auch Metallschrott und so einen Scheiß? Aus dem Metallschrott kannst du Titan herstellen. Also Metallschrott sind 4 Titan. Ah, perfekt, dann sammle ich das ein. Ja, und ich glaube ein paar Fische. Ja, den Höhlenschwefel gibt es wie gesagt in den Höhlen. Ja, aber hier sind
komische Fische, die knacken. Greifen die mich an? Sind das Pirscher oder? Ich weiß nicht, wie die heißen. Wie sehen die denn aus? Die haben so einen Kugelkopf und drei Flossen hinten dran. Nein, die greifen nicht mehr. Die knacken so gefährlich. Aber da hinten ist so eine kleine Höhle, da ist richtig mies viel drin. Aber ich wollte mich nicht direkt jetzt am Anfang direkt mit irgendwem boxen, so. Nee? Nee, warum denn? Finde ich nicht so. Reicht schon, dass es hier immer diese Explosionsfische überall gibt. Warum hast du die ganze, warum findest du neue Blueprints die ganze Zeit? Ja, ich habe dieses Dings aufgesammelt hier, was ich meinte, was wir brauchen, dieses gelbe Zeug für dieses Gummi. Ach so, und dann erforscht er automatisch neue Blueprints oder was? Ja, ja, also zumindest ich habe eine Rotzutat gefunden und er hat mir den ersten Bauplan gezeigt, was ich daraus machen kann. Okay. Ih, was ist denn das? Sieht aus wie ein Hammerhai oder so, sowas ähnliches. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Ach, Inventory voll. Ich wundere mich, warum ich nichts weiter einsammeln kann. Du Gierlappen. Klar! Dellig! Und nix ist hier sicher. Ich klaue euch noch ein paar Fische. Ich klaue euch, Junge. Ich brauche so einen Höhlenbum-Bum-Maker, wo ist er denn? Warum Bum-Bum-Maker? Weil wir Schwefel brauchen. Ah, aus denen kriegst du das? Jo. So. Fabrikator benutzen, Grundmaterial, Schmierstoff kann ich bauen. Mach mal Schmierstoff ein bisschen. Oh, ich kann Glas machen. Das war persönliches. Oh, Silber brauchen wir noch. Soll ich dir schon mal eine Standardtauchflasche bauen? Ich habe genug Material. Hab ich schon. Also. Ein Feuerlöscher. Schwimmende Luftpumpe, okay. Gekochter Glubscher. Was ist denn jetzt los? Warum leuchtet denn alles auf einmal? Ich hab hier eine Fackel hingeworfen. Alter, ich hab mich voll erschrocken. Bau mal einen wasserdichten Behälter, dann können wir das draußen alles reinschmeißen. Jo. Oh, ein Feldmesser. Das baue ich mir doch. Willst du auch ein Feldmesser haben? Kann ich mir alles selber bauen. Ja, ich könnte es dir halt einfach gleich mitbauen, deswegen bin gerade dabei. Brauchst du nicht. Okay.
Wir wollen jetzt als erstes dieses Reparaturwerkzeug bauen, ne? Jo. Also Höhlenschwefel brauchen wir dafür. Schmeißt du mir hier nochmal so eine scheiß Lampe unter die Füße, ne? Schmeiß ich dir eine Füße unter die Füße. Da ist doch. Wie setze ich denn das Stick nochmal? Disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Oh Mann, ich hätte mal die Schlingpflanzen weiter verbrauchen sollen. Die nehmen ja richtig viel Platz weg, ey. Ja. So, ich habe ein Reparaturwerk Lümmel. Ja, hier schon mal die Kiste hier wieder reparieren. Ne? Müssen wir denn da, müssen wir reparieren. LifePod Secondary Systems Online. Running full environment diagnostic and outputting results to data bank. Dann geht diese Lampe hier auch irgendwann mal weg. Nee, die hast jetzt Kreaturen-Ei einsammeln, okay. Das kannst du erstmal liegen lassen. Das brauchen wir ganz, ganz, ganz lange nicht. Okay. Oh, muss erstmal in die Oberfläche, sonst gehe ich gleich unter. Da habe ich eigentlich die Flasche, die ich gebaut habe, automatisch angelegt? Eigentlich ja, ist hier automatisch drin. Ach, da ist er ja. Alles klar. Oh, endlich ein Medikit, ey. Jo, ich bin nochmal schnell bullern und rauchen. Lächeln. Okay. Kacke, ich bin zu lange unter Wasser geblieben. Mal gucken, ob ich jetzt verrecke. Ernsthaft? Ich bin direkt abgenippelt? LOL. Nicht schlecht, Herr Specht.
Hallo. Ganz einfach, weil die ihre gesetzlichen Standards nicht einhalten. Warum? Ja, die wollten, dass ich mir einen scheiß Einkaufswagen nehme. Hab ich gesagt, ja. Wenn der desinfiziert ist, ja, das machen wir hier im Laden. Hab ich gesagt, nö. Entweder ihr macht das draußen, wo die Dinger stehen, oder gar nicht. Ja, weiter. Ja. Ja, dann müssen sie mit dem Chef sprechen. Der ist morgen wieder da. Hab ich gesagt, ja, Pech, da hat Rewe-Gruppe Pech gehabt. Meinte dann auch seine andere Troller sich einmischen zu müssen? Ja, was fällt ihnen denn ein, sich darüber zu beschweren? Da gibt's doch gar keine Diskussion drüber. Wie erstmal gesagt, Fresse, eigene Probleme, tschüss. Ja, und jetzt habe ich dem Gesundheitsamt geschrieben. Ja. Huh. Weil fahrlässig lasse ich mir von denen da nichts unterjubeln. Wenn die zu doof sind, die gesetzlichen Standards einzuhalten. Ja, es geht ja auch nur um den Sicherheitsabstand. Hm, klar. Ach ja, und ich kann den Sicherheitsabstand nicht mit dem Wagen halten. Ja, du brauchst dafür unbedingt einen. Sonst geht das nicht. Haben wir ja gesehen, wie gut das in den Gängen funktioniert. Das funktioniert eh nicht. Und wenn die Troller vom Verkauf 30 Mal um dich rumrennt. Zur Sicherung Beweisführung habe ich alles aufgenommen. Schon länger nicht rein? Ja, ich hab's jetzt gerade versucht, hier herzustellen. Ja. Ja, Problem ist, mein Authentikator wird nicht akzeptiert. Okay. Und das nächste Problem ist, dass ich, selbst wenn ich sage, ja, hier so und so, gibt da ein Problem. Ich hab keinen Zugriff auf den. Ja. Ja, dann nehmen sie einen von den Sicherheitscodes, die ihm per E-Mail zugeschickt worden sind, als das reingepackt haben. Ah ja. So, und ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 3000 E-Mails gefüllt von Ubisoft. Ja. Das sind sie. Hast du so? Ja. Ja, gut. Ja, und die Troller, die mich dann angekackt hatte, was mir denn einfällt, hatte übrigens selber keinen Einkaufswagen. Ja, ich würde sagen, so macht man das, ne? Ja, klar. Warum komme ich denn absolut nicht da rein? Weil Ubisoft kacke ist? Na, wir wollen doch jetzt mal wohl nicht so eine Plattform haten. Okay, dann haten wir ihn als Publisher. Ich kann mir die Scheiße noch niemals mal markieren. Seite. So, bevor ich jetzt wieder nicht dazu komme, mache ich jetzt endlich das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Kevin? Ja. Wann soll ich nachher mein Handy nicht benutzen? Also Coco nicht mehr starten. Naja, Redstunde ist ja ab 6, ne? Ja, also genau, ich werde so gegen halb 6 loslaufen. Also am besten ab. Ab halb 6. Ja, yeah, dass ich mein Handy halt dann ab. Ne, du kannst bis halb 6 ruhig nutzen. Ja, ich hab hier auch keine Zeit mehr. Oh, ha, ohne mich. Ich hatte mal gerade in die Gruppe geschrieben, wer heute Abend dabei ist, hatte sich noch keiner drauf gemeldet, aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
machen aber glaube ich auch erstmal einen anderen Raid-Card. New creature discovered. New creature discovered. Hängt aber echt lange an der Kippe. Ach, da hört man ihn. Hallo. Hallo. Der Monkey F. Verwalten kann ich mich nicht einloggen. Lass mich raten, du musst dich eingeloggt sein, damit du dich unter verwalten kannst. Ja, ich bin ja eingeloggt, nur ich komm nicht. Also, wenn man dann sagt, ja, hier. Alter, leuchtet das Ding immer noch? Ja. Jetzt ist es gerade ausgegangen, oder was? Ich hab die Fackel aufgehoben. Ach so. So, könnte sein, dass ich noch ein bisschen Silber für dich habe, wenn du dir eine bessere Flasche machen willst, ne? Silber habe ich noch. Okay. Ach ja, auch zwei. Oh, ich habe mir auch gerade die bessere Flasche gemacht schon. Drauffleisch mit Rohr, Schwimmflossen, Silikon, Gummi. Ich glaube, ich hatte Silikongummi schon draußen. Warum ich meinen Account nicht mehr nutzen kann. Warum? Mein Status ist gesperrt. Ah. Was ist das? Ja, das wüsste ich auch gerne. Sag. Das weiß doch mal Bescheid. Ne, Information zur Mitgliedschaft, Plan monatlich, Status gesperrt. Ach, hast du nur so Dinge erstmal nur gebaut? Ja, ich habe ja nichts anderes gerade, glaube ich. Ich bin mal kurz bei Oma noch die Küchenuhr aufhängen. Viel Spaß. Bis gleich. Zack, dann gehe ich mal wieder tauchen. Muss mal gucken, ich habe da ganz viel Material gerade schon gesammelt. Aus so einer Höhle hier. Aber ich muss unbedingt nochmal zu einer Schlingpflanze. Hast du noch Gummi zum Beispiel? Hast du noch Gummi vielleicht? Ich könnte noch zwei Gummi machen. Bräuchte, dann könnte ich mir mal nämlich Schwimmflossen machen. Jo. Stimmt. Ja gut, dann warte, dann hole ich noch mal eine Ladung. Weil also ich habe noch ein Gummi mitmachen. Und Schmierstoff halt. Mit dem Baum kannst ja mal zwei bauen und in die eine Kiste reinlegen. Den einen dann. Jo. Dann gehe ich weiter tauchen. Weiter suchen, sammeln.
Tauchen die Ressourcen in den einzelnen Höhlen eigentlich wieder auf irgendwann, oder? Habe ich die dann abgesammelt und die kommen gar nicht mehr? Die sind dann weg. Okay, gut zu wissen. Brauche ich in die Höhlen, in denen ich schon durch war, nicht mehr rein. Draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Oder boxen sich zwei Fische. So einen Scanner müssten wir mal bauen, ne? Jo. Ich hätte mir doch mal so eine blöde Fackel mitnehmen sollen, ich sehe hier nichts mehr. Die Dings habe ich hier in der Base drin, ne? Die Flossen? Jo. Jo, alles klar, danke. Hast du irgendwo Quarz in den Dings reingepackt? Ja, das könnte sein, ja. Kann ich hier gerade nicht safe sagen. Es sind sogar drei Fischis, die sich da boxen schon. Die etwas größeren Fischis gehen wahrscheinlich auch auf mich los, ne? Ist wahrscheinlich, ja. Dann boxt ihr euch mal in Ruhe und ich kümmere mich um mich. So, hab ich das Ding auch. Quarz habe ich glaube ich gar nicht mehr. Ich habe alles in Glas verarbeitet. Ja, ich habe ein Glas habe ich mir genommen und ein Quarz. Titan bauen. Titanbarren braucht man ja, aber erst später. Aber ich krieg auch die Baupläne, die du machst immer, ne? Ja, ja. Also ich habe mal einen Scanner gebaut. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Mann, ich hab richtig viel Titan gesammelt gerade. Ey, tu hier mal das Zeug raus und hau hier mal. Das eine Ding hier ist schon mal voll mit Titan. So. Hier können wir hier zwei Titan-Dinger bauen. Hast du. Ansonsten kannst du noch ein Ding, Kiste bauen? Ja, also ich habe halt so viel Titan, dass ich noch zwei voll machen könnte, glaube ich. Ich baue gleich mal zwei Kisten noch. Genau, weil dann können wir noch eine für Kupfer und eine für Silber und Gold machen. Ja, machen wir so. Aber mehr brauchen wir.